Hi und willkommen zu diesem Video. Das ist jetzt das zweite Video aus der Novation Center Reihe. Das erste habe ich euch mal in die Infobox gepackt und hier wird uns Jonas gleich den Predictive Maintenance Showcase erklären und zeigen. Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Video und gleich nach dem Intro geht's los. Der Predictive Maintenance Showcase, oder? Ja, genau. Kannst du mir was dazu erzählen? Ja, sehr gerne. Dabei geht es eben, wie du schon gesagt hast, um Predictive Maintenance. Das ist eine Technologie, wo eben im Vorfeld Daten von zum Beispiel einer Produktionsmaschine, hier jetzt hat unsere Dampfmaschine repräsentativ, wahrgenommen werden. Zum Beispiel ein Stromdurchfluss wird da gemessen und so kann eben von diesen Werten abgeleitet werden, ob jetzt ein Bauteil nicht mehr richtig funktioniert. Und im Nachgang dann eben eine Wartungsarbeit eingeleitet wird. Genau, das ist so im Grunde das, um was es in dem Showcase geht. Voll cool. Dann kannst du mal zeigen, was der Showcase repräsentiert? Ja, gerne. Also das ist jetzt, wie ich schon erwähnt habe, unser Dampfmaschinen-Showcase. Den hatten wir auf verschiedenen Messen auch schon mit dabei. Den schalte ich jetzt hier mal kurz an. Dann fangen sich eben an, die ganzen Teile und Maschinen zu bewegen. Und im Grunde genommen geht es darum, dass jetzt, wenn jemand auf der Messe hier irgendwo auf einem Bauteil einen Finger hingelegt hat und die Maschine dann warnt, dass eben das Bauteil sich langsamer bewegt, dass es eben wahrgenommen wird und somit von der Maschine automatisch erkannt wird, dass bei dem Bauteil was nicht stimmt und somit Wartungsarbeiten eventuell eingeleitet werden müssen. Ah, okay, cool.